Runde Ian gegen Inkling. Mit Inkling hier auch die letzte Hoffnung. MV ist im Bracket. Wir hatten drei Mitglieder aus MV. Er der letzte übrig gebliebene. Ja. Würde er die Invader auf vertreten können? Das wird sich jetzt rausstellen. Wir sehen Shiggy. Ich bin überrascht. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Warum das? Also im Turnier jedenfalls noch nicht. Ne? Oh. Ja, aber mit Shiggy hat er, glaube ich, eine sehr gute Option gegen Roy. Roy struggelt gegen kleine Charaktere, ja. Muss immer Committal reinjumpen mit dem Näher. Und wir sehen hier schon, ist er 75% Lead, 99 jetzt? Er ist ja bei Killpercent. Ja, man muss auch sagen, ein relativ starker Beginn. Ja, und jetzt wird's interessant, ob man da nochmal recovern kann. Ein bisschen Spielerei in der Ledge. Roy's Ledge Trap sehr gefährlich, kann hier sehr viele Prozente aufbauen. Ja. Ah, bringt sich aber selber in Disadvantage. Das ist bei wieder ein bisschen Midstage-Gefeite. Oh, das hätte der Kill sein können. Okay, Ian in der Ledge. Oh, der Upsmash out of Shield. Charizard out of Shield ist gefährlich. Ja. Aber man sieht eben, das ist jetzt hier erste Stock. Ja, die Führung. Jetzt kann Ian vielleicht weiterhin diesen Lead ausbauen. Oh ja, da gewinnen die Squirtle-Kombos. Der Tech Chase. Okay, Jablock zwar verhauen, aber immer noch 40%. Das ist kritisch. Ja, man geht hier relativ even so, aber das ist gut. Das will Ian. Ja, vor allem Even ein Stock behind. Ich weiß nicht, ob man da so von Even sprechen kann. Ja, von Prozenten her. Ja, von Prozenten her, das stimmt. Ah. Oh, da muss Inkling langsam etwas hinterherkommen. Aber mit dem Jab. Oh. Ja, ah, der altbekannte Roy Cheese. Es ist wundervoll. Ah, und es geht eben weiter. Wir sehen, die 58%, die stehen da eben noch. Das heißt, du kannst da eben drauf aufbauen. Ja, wir spielen jetzt auch wieder etwas verhalten als Neutral. Leute tasten sich erst kurz etwas an, wir sind noch im Game 1. Ja. Aber da Downtilt into Dash Deck, der Advantage wird aufgebaut. Squirtle am Ledge-Up, Roy sehr anfällig gegen Edge Guards und da ist der Stock auch weg. Ja, man muss sagen, das wird langsam schmerzhaft. Ne? Langsam wird das ein Lead, den du eben nicht so easy recovern kannst. Ja, das ist immer noch Roy, das dürfen wir nicht vergessen. Squirtle stirbt sehr schnell bei 45 bis 50%. Roy ist da schon ein sehr besonderer Charakter. Ja, Roy's Button noch alle sehr safe und Schild, versucht hier ein Opening zu finden, aber Ian will defensiv spielen. Er weiß, er hat hier den Lead. Er kann Wolf punishen, er kann Inkling rankommen lassen. Ja. Er hat eben die Zeit sozusagen und er hat eben die HP. Um schönes das Razor Leaf. Oh. Man sieht schon, man tradet hier wirklich. Aber tastet irgendwie ein bisschen ab, ne? Es ist nicht so explosiv, sondern eben. Das war fast der Kill. Ja, kommen wir in den Edge Guard. Der Tool Fairing kommt mit dem Down eher nicht ran. Aber es ist eine gefährliche Situation. Inkling versucht hier mit dem Cycle vielleicht einen Cheese-Kill rauszubekommen. Zieht sich aber immer wieder in die Ecke gedrängt. Ja. Ah, das Backer holt's fast. Könnte jetzt schwierig werden. Oh, und der SD, das ist sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Das ist echt tragisch tatsächlich, dass man dann so hinten raus so eine knappe Runde dann so verliert. Das ist, glaube ich, immer ärgerlich. Ne? Was wünschst du dir von Inkling in der zweiten Runde mehr? Puh. Ist schwierig zu sagen, würde ich sagen. Also finde ich. Ich glaube, vielleicht ein bisschen aggressiver sogar zu spielen. Ja, das glaube ich auch. Etwas aggressiver. Und wenn diese Stages nicht gebannt wären, vielleicht eine kleinere Stage. Smashville vielleicht. Das wäre vielleicht von Vorteil, ja. Oder Hollow Bastion. Alternativ kann man auch für Town and City gucken. Mhm. Die kleinen Blastons an den Seiten. Wir haben jetzt schon einige Kills gesehen, die fast Kills gewesen wären. Jetzt bin ich gespannt, auf welche Stage sich hier hinbegeben. Ja, und ich bin auch gespannt natürlich, was für Musik kommt. Die Musik ist immer wichtig. Die Musik ist wichtig. Ja. Wir haben auch einen weiteren MVler im Team mit Pain. Ja. Ja, Pain, ich habe den leider schon raus, ich konnte den vorher nicht mehr vertreten. Wir haben Kolja, also Inkling, weiter im Bracket vertreten. Die Hoffnung lebt. Ja, man muss aber auch bedenken, ist jetzt ja auch Loser Bracket, ne? Ist Loser Bracket? Das ist jetzt die letzte Chance. Ja, das stimmt. Also, es ist. Wir gehen auf PS2. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Wahl ist, Heimvorteil für den Pokémon-Trainer? Das könnte kritisch werden. Ist nochmal gebufft. Ne? Ja, das stimmt wohl. Klassiker. Und ich meine, wenn du sie anguckst, Wasser gegen Feuer, er ist von Anfang an im Vorteil hier. Ja. Oh, eine 40%-Kombo jetzt schon. Er ist wieder im Ledge Trap. Das schmeckt eigentlich sehr, sehr gut. Ja, wir sehen Inkling hier immer weiter in die Ecke gedrängt. Ja. Er hat wirklich Probleme, gegen dieses Squirtle Neutral anzukommen. Ich glaube, er findet irgendwie nicht die richtigen Openings gerade. Ja, das stimmt. Schwierig. Das stimmt. Ihr macht das wirklich sehr gut hier mit der Offensive. Sofort mit dem Grab of Neutral Getup. Boah, das tut richtig, richtig weh. Oh. Wäre der Spike noch gekommen, das wäre sehr schmerzhaft gewesen. Ah, 88%. Guter Start hier wieder von Ian. Auf jeden Fall. Ah, da sehen wir, er wollte Roy out of Shield punishen. Das ist leider keine Option. Okay, die Dash-Deck on the platform. Ah. Der Kill confirmed, der sitzt aber gut.
auch sagen, hier wirklich sehr, sehr on point. Und jetzt schon wieder ein Stock-Lead. 50% schon kassiert, aber das ist noch nicht ganz so bedrohlich. Okay, beim Ledge-Step. Oh, das kann, hätte ein Kill sein können. Die Get-Up-Attack on Schild, da wurde sich ein Punish angehen lassen. Oh, aber die Strings gehen wieder los. Der Advantage wird gespielt. Die Kombos, die sitzen echt ganz schön, muss man sagen. Wir sehen auch, der Squirtle bleibt Center Stage. Ian ist nicht bewusst, er kann den Stage Advantage halten, er muss nicht overextenden. Ja. Er kann es langsam spielen, er ist ahead. Inkling ist hier in der Not, etwas zu machen. Ja, man muss eben nicht das Risiko eingehen, an die Kante zu gehen, an die Edge. Ganz genau, vor allem auch gegen Roy, der dich bei 79 gerne einfach mal killt. Oh, jetzt ist man eben genau da, wo man nicht sein will. Kann aber ganz gut recoveren nochmal. Er darf wieder in die Mitte gehen, das wird ihm erlaubt. Ian hier gut am Nachsetzen, hat eben noch alle drei Stocks. Ich habe Vertrauen in Inkling. Der macht das. Der holt das noch irgendwie raus. Ich habe so viel Bullshit schon von Roy gesehen, der kann das. Ja, vielleicht muss man sich auch ein bisschen jetzt erstmal gewöhnen an den Pokémon-Trainer. Ja, das kann gut sein. In der Heimatregion, in MV, haben wir keinen einzigen Pokémon-Trainer. Das Matchup ist vielleicht etwas fremd. Ja, okay. Aber vielleicht wird das ja noch was. 1 Stock zu 3 sieht natürlich jetzt schwer aus, aber Roy ist nicht umsonst ein Top-Tier. Ja, wir werden sehen, ob man hier nochmal den Ausgleich holen kann. Oh, die Jabs und Schild werden gepunished. Das waren ein paar zu viele. 847. Uff, das wird ja immer mehr. Also die Combo ist mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die zweite Runde. Schwierig. In der zweiten Runde noch etwas weniger Land gesehen als in der ersten. Ich denke, wir werden den Stagewechsel wiedersehen. PS2 war es, glaube ich, nicht. Die Frage ist, sehen wir Charakterwechsel oder wie ist da die Lage bei Inkling? Ist Er hat theoretisch eine Lucina und einen Wolf noch im Repertoire, aber aus meinem letzten Gespräch mit Ihnen, der Wolf hat einen großen Hass von ihm erfahren, also ich glaube, den werden wir nicht sehen. Aber eine Lucina könnte realistisch sein, auch wenn ich nicht weiß, ob diese wirklich hilfreich ist gegen PT. Ja. Ich glaube, Roy ist da wirklich die bessere Wahl. Vor allem, da Roy auch sein Confidence-Pick eigentlich ist. Also wenn er Most Comfort ist auf diesem Pick, dann soll er ihn auch spielen. Ja, definitiv. Das wollen wir mal weiterhin sehen. Und jetzt geht's hier in den ersten Matchpoint. Die erste Begegnung. Okay, wir spielen das Ganze etwas langsamer. Beide Parteien warten, dass die andere interagiert. Und das Side B in Neutral. Okay. Er wurde nicht gepunished, also war es eine gute Option. Er hat jetzt aber auch nicht so Rieseneffekt gerade. Ja, das stimmt wohl. Das war so ein bisschen die sagen, guck mal, ich kann das auch machen. Ja. Pass auf. Aber wir sehen, es geht genau wie eben los, Ian, mit schönen Trades hier. Ja, der Squirtle-Effekt wieder am Anfang. Klein Rushdown, das, was Roy eigentlich nicht abbekommen möchte. Ja. Wollte für den Jungle gehen. Ist auch immer noch mit Advantage. 50 zu 60 ist fast even. Aber schöne Trades ist auch tatsächlich von Roy mal gesehen, beziehungsweise von Winkel. Jetzt an der Edge, kann man die gut garden? Ja. Okay, die Ledge cancels. Ist aber. Oh, der Jair. Das wird jetzt gefährlich werden. Ja, der Ledge Trap ist gefährlich. Das Neutral Get Up wird nicht gepunished. Uiuiui. Oh, das Up B. Okay. Das war wahrscheinlich immer in die falsche Richtung. Ist nun aber in einer sehr schwierigen Bedeutung. Okay, Ian geht offstage. Das ist kann sich nochmal retten mit dem Charizard. Jetzt, der hat aber gesessen. Der hat gesessen. Das war, glaube ich, ein Sweet Spot. Sah vielleicht nicht so aus, aber... Es war... Es hat gekillt. Es hat auf jeden Fall gereicht für den ersten Stock. Ah, der F-Tilt. Da ist wieder genau der Ausgleich. Und jetzt geht man doch relativ even ran. Zumindest ausgeglichener als die letzten beiden Begegnungen. Das stimmt. Inkling hier auf jeden Fall dabei, etwas herauszufinden gegen Ian. Ja. Vielleicht lässt sich das Game 4 aufbeschwören damit. Auch hier ein sehr starker String. Fast even. Ja, müssen wir mal schauen. Am besten wäre natürlich, wenn du einen Stock Lead hier eben gewinnen könntest. Okay, der Down-Tilt ist jetzt sogar im Frame in Percent Advantage hier. Drop den Ledge Trap, aber es sieht gut aus. Sieht besser aus als das letzte Game. Ist wieder im Advantage. Holt den Kill! Das ist jetzt wichtig. Das ist die Adaptation, die wir hier brauchen. Und das ist, glaube ich, auch fürs Mental ein ganz wichtiger Schritt. Auf jeden Fall. Auch wenn jemand sagen muss, wenn Inkling eine Sache kann, dann ist es ein Mental. Ja. Da ist er wirklich sehr stark. Er tiltet nicht, er hat keine Tournament-Nerfs. Da muss man ihn wirklich loben. Das muss man sagen, ist halt vielleicht auch ein Vorteil, wenn man sagt, ja, wir tragen es über die volle Länge von 5 Begegnungen. Ja, auf jeden Fall. Ist das natürlich auch ein Riesenfaktor, den du nicht unterschätzen darfst. Also, wie man sieht, Ian scheint hier sehr zu strugglen. Er kommt gerade nicht drauf klar, hat 69% schon vom letzten Stock. Kommt mit dem Abbie jetzt wieder endlich rein, kriegt aber auch nicht den Two-Frame. Der Kill ist immer noch nicht gefallen. Der muss langsam mal kommen. Okay, ein Konter? Sonst verlierst du echt viel zu viele Prozente hier. Ja, also faktisch, beide Charaktere in diesem Spiel sind bei Kill Percent. Ian muss aufpassen. Ja, das
Reicht noch nicht ganz hier, aber jetzt der Edgeguard. Der Spike auf den Aerial. Auf den Erdosch. Oh, er ist eingeerdosch. Genau das wollte er, aber es nicht gepunished. Schwierig. Ja, 100%. Das ist dann doch schmerzhaft. Ja, das ist noch nicht vorbei. Charizard kann Stocks schießen. Also Roy klaut schon Stocks, aber Charizard Backflow back, ja, dürfen wir nicht vergessen. Ja, es sind aber schon 130%. Langsam muss da was kommen. Ja, F-Tilt. Die Dash-Attack. Ja, Ian versucht sich hier irgendwie reinzuarbeiten mit einer weiteren Dash-Attack. Aber Roy bleibt ruhig. Inkling weiß, er hat dieses Game in der Tasche. Er muss es nur noch beenden. Er hat die Zeit eben. Oh. Oh nein, das ist es. Das ist es. Und da... Das kannst du mir nicht erzählen. Da hat der Sherry also, das Game geschießt. Ey, ja, 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 ja. Ah. So schön sah es eigentlich es aus. Es sah wirklich gut aus, das letzte Game. Wir haben uns alle ein Game 4 gewünscht. Ja, ich habe gehofft auf was das Video. Wir